Pfarrei St. Josef in Merzig an der Saar. Im modernen Glockenturm sollen in den nächsten Tagen 5 neue Glocken aufgehängt werden, welche die katholische Pfarrgemeinde bei der Saarburger Glockengießerei Mabilon hat fertigen lassen. Heute haben sich die Pfarrangehörigen in der Kirche eingefunden, um die feierliche Glockenweihe zu begehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Meine lieben Pfarrangehörigen, verehrte Gäste, liebe Christen, zur Liturgie der Glockenweihe möchte ich Sie alle herzlich willkommen heißen. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Regionaldekan André, der im Auftrag des Bischofs die Segnung vornehmen wird. Liebe Christen, im Leben der Pfarrgemeinde spielen die Glocken eine nicht unbedeutende Rolle. Sie laden uns ein zum Besuch des Gottesdienstes und täglich auch am Morgen, am Mittag und Abend zum Gebet. Darüber hinaus zeigen sie etwa bei der Taufe an, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass ein Mensch zu neuem Leben wiedergeboren ist. Die Sterbeglocke gibt Kunde vom Aufbruch eines der Gemeindemitglieder zur ewigen Heimat. Aber die Kirchenglocken wollen nicht in einem oberflächlichen Sinn als Zeitmesser fungieren. Das wäre ein Missverständnis. Sie laden uns ein und fordern uns auf, immer wieder innezuhalten. Unsere Zeit und uns selbst in Gott zu sammeln. Sie sagen uns, dass Gott Zeit für uns hat, dass er unsere Zeit segnet, den Tag und die Stunde. Durch seine Harmonie und seinen Wohlklang will das Geläut uns froh stimmen. Liebe Christen, die Gemeinde St. Josef ist glücklich, den Kirchbau nunmehr zum Abschluss zu bringen mit der Installation der Glocken, die in dieser Woche vor sich gehen wird. Mögen diese Glocken viele Menschen daran erinnern, dass sie nicht Gott vergessen durch diese Welt laufen, sondern dass wir alle unterwegs sind in die ewige Heimat. Thank you.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du rufst die Menschen und schenkst ihnen dein Heil. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du versammelst dein Volk und führst es zur Einheit mit dir und untereinander. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du gibst Hoffnung und Zuversicht und machst uns zu Dienern der Freude für unsere Brüder. Wir loben dich. Wir preisen dich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr des Himmels und der Erde, dich preist deine Schöpfung, im Himmel und auf der Erde erschallt dein Lob. Voll Vertrauen bitten wir dich, segne diese Glocken, die dein Lob künden. Sie sollen deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocken dringen wird, und führe so deine Kirche von überall her zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Glockenweihe nach katholischem Ritus vollzieht der Diözesanbischof oder wie hier ein von ihm bevollmächtigter Priester. Nach Ansprache und Gebeten folgt die Weihehandlung. Zuerst das Besprengen der Glocken mit Weihwasser und das Beräuchern mit Weihrauch. Es folgt die Salbung mit Chrisam, das ist geweihtes Salböl. Die Glockenweihe schließt mit der Namengebung, wobei der Priester die Glocken anschlägt und einen Bibelvers als Weihespruch ansagt. Am Ende der Feier angekommen, möchte ich Ihnen allen einen gesegneten Advent wünschen. Ich werde den Herrn bitten, dass er uns alle von Herzen froh und zuversichtlich macht. Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein lebt vor seinem Angesicht. Amen. Er schenke euch jene brüderliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nun geht hin in Frieden.